Den Zug führt wie immer die Blaskapelle Müller an. Und natürlich auch der Hauptmann von Köpenick mit seinen Gardisten. Der Hauptmann von Köpenick erschuf sogar unbewusst ein eigenes Wort, nämlich die Köpenickiade. Der Ausdruck Köpenickiade geht auf das Ereignis vom 16. Oktober 1906 in Köpenick zurück. Damals noch bei Berlin. Als sich der arbeitslose Schuster Wilhelm Vogt als Hauptmann ausgab und mit seinem Truppenverlagen das Rathaus der Stadt besetzte, die Bürgermeister verhaftete und sich die Stadtwache übergeben ließ. Doch heute bleiben wir verschont. Regelmäßig wird dies von 20 Familien aus Odernheim in der Pfalz gegründet. König Friedrich II. Unterstützte deren Ansiedlung, um das karge Land hier kultivierbar zu machen. Die Müggelheimer Straßennamen erinnern heute noch an die Herkunftsorte. Ein Besuch in der Pfälzer Heimat lohnt sich für jeden Müggelheimer einmal. Aus den 20 Einwanderern von damals ist heute ein Ort mit ca. 6.600 Einwohnern entstanden. Verteilt wird von den Pfälzer Einwanderern der Christoffelstrunk, der vom Weingut Heiges und Grossert gesponsert und von der Familie Losen gesponsert wird. Prost, sage ich da nur. Kerstin die Große läuft auch mit. Und auch der Herr König, der auch den Umweltkreis repräsentiert. Der Umweltkreis setzt sich nicht nur für die Bewahrung der Schöpfung ein, sondern beispielsweise auch für den Erhalt Müggelheims als naturräumliche Siedlung in einer Großstadt. Und da sehen wir auch schon den Herrn Grotteritz. Eigentlich hieß er ja Max Kurt Pfütze und wurde 1866 in Sachsen geboren. Leider ertrank er am 16. Juli 1905 in der großen Krampe hier in Müggelheim. Danke, danke. Er war Naturwissenschaftler, Schriftsteller und Germanist. Außerdem war er der Begründer der Arbeiterwanderbewegung. Hier bei uns im Gasthaus Müggelheim befand sich sein ehemaliges Wohnhaus. Heute erinnert die Gedenktafel am Haus daran. Begraben ist Grotteritz übrigens im Ehrenheim des Müggelheimer Friedhofs am Krampenburger Weg 13. Schauen Sie doch mal vorbei. Und da kommen auch die Müggelheimer Schornsteinfeger. Herzlich willkommen. Jetzt ist die Gelegenheit. Hanne Wesko ist heute mit seiner historischen Jagdwagen mit dabei. Wir begrüßen auf der Kutsche recht herzlich unseren Köpenicker Bürgermeister Oliver Igel. Applaus bitte. Weiterhin dabei sind Fredi Keller, der die Freundschaft zwischen Odernheim und Müggelheim vor Jahrzehnten belebte. Weiterhin Herbert Grossert vom Weingut Grossert. Von ihm bekommen Sie die besten Weine aus Odernheim. Diese können auch heute auf dem Weihrauch verkostet werden. Im Herbst wird es hier in Müggelheim einen Weinabend von diesem Weingut aus der Pfalz geben. Ebenfalls begrüßen wir Monika von Losen, die auch auf dem Wagen sitzt, unsere Müggelheimer Weinkönigin. Einen herzlichen Applaus. Nebenbei gesagt gehört der Fuhrbetrieb Hans Besko hier bei uns im Dorf zu den ältesten noch existierenden Unternehmen dieser Art in ganz Berlin. Und Hanne wohl zu Müggelheim wie kaum ein anderer. Bei ihm können Sie historische Kutschen und Kremser mieten. Lieber Hanne, vielen Dank. Und da kommt auch schon die Kita Müggelstern. Die Kleinen werden in Müggelheim immer zahlreicher. Und das ist wunderschön.
Die Kita Mückelstern gibt es jetzt schon 3 Jahre, wie die Zeit vergeht. Vielleicht habt ihr sie auch schon hier auf der Angerfestbühne gesehen, als sie ihr Programm zum Besten gegeben haben. Die Kita Mückelstern hinter Norma legt ihren Schwerpunkt auf die musikalische Früherziehung, Naturwissenschaft und Gedächtnistraining. Schön, dass ihr dabei seid. Und die Kita Bienenhaus, hallo! Die älteste Kita in Mückelheim und immer bei Umzug vertreten. Hier liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf Umwelterziehung und gruppenübergreifende Arbeit. Am Samstag hat der Förderverein mit einigen Eltern hier auf dem Anger auch einen Stand für die Kinder betrieben. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Das Ballettstudio Beetz kommt danach. Tradition auf dem Angerfest sind auch die Aufführungen auf dem Bergung der 2006 geführten Ballettstudio Beetz. Seit Jahren geben sie dort ihr Gelerntes zum Besten. Die Schule hat über 120 Mitglieder im Alter von 3 bis 84 Jahren. Sie wird neben Frau Beetz von 4 weiteren Tanzpädagogen in den Fächern kreativer Kindertanz, klassisches Ballett, Spitzentanz, Hip-Hop und Tanz sowie Salsa unterrichtet. Begrüßen Sie den Segelclub SCRG 1921. Hallo! Seit mehr als 90 Jahren in Mückelheim, wahrscheinlich einer der ältesten Vereine in Mückelheim. Begrüßen Sie die Segelfreunde zu finden im Krampenburger Weg. Wir grüßen Mückelheim und die Gäste mit einem dreifachen Gut Wind! Ahoi! Gut Wind! Ahoi! Gut Wind! Ahoi! TKCB steht für Traditioneller Kampfsport Club Berlin. Er wurde 2002 in Mückelheim gegründet. Vorsitzender und Haupttrainer ist Michael Bock. Beide Trainer sind Ramona Müller, Sabine und Sophia Bock, Erik Schmidt und Jared Umland. Sogar eine Gruppe der Kita Mückelstern wird trainiert. Hierfür sind Lukas Kroll und Anton Herbst verantwortlich. Derzeit hat der Verein 100 Mitglieder, nicht nur in Mülheim, sondern auch in Schmölkwitz, Kölzdorf, Göbenig. Sportlicher Höhepunkt ist der Europa-Shoto-Cup am 22. und 23. September. Vielen Dank für eure tollen Vorführungen. Ich mache auch noch eine Aufführung. Dankeschön, Applaus! Die Fitnessgruppe Aktiv in Mückelheim, Ende 2017 gegründet, nachdem viele Sportler aus dem ehemaligen Fitnesscenter Michel weiterhin in Mückelheim Sport machen wollten. Die Trainer sind Böhme, Zigalski und Sarah Korten. Momentan gibt es 52 Mitglieder, die im Sportraum der Praxis für Naturheilkunde Petra Erhardt im Gosener Damm 10 trainieren. Folgende Angebote gibt es unter anderem Wirbelsäulengymnastik, Seniorensport, Pilates, Bauchbeine, Po. Ein Probetraining gibt es nach Vereinbarung für 5 Euro. Für Jung und Alt, alle sind willkommen. Als nächstes kommt der Tennisverein SC Mückelheim e.V. Der Verein zählt ungefähr 100 Mitglieder. Applaus, ja. Und sucht noch Mitglieder, die gerne Tennis spielen. In der Oderleimer Straße neben dem Fußballplatz. Er trägt neben den anderen Sportvereinen im Ort dazu bei, für alle Mückelheimer ein breit gefächertes Sportangebot zu bieten. Und hier haben wir die Kleingartenanlage. Gerade im Sommer wächst Mückelheim durch die vielen Kleingärtner, die auch stets am Umzug teilnehmen. Die Kleingartenanlage in Mückelheim befindet sich seit über 50 Jahren und liegt am Ludwigshöhe, Pfalz, Zweibrücker und Enkenbacher Weg. 65 Parzellen werden für 120 Mitglieder genutzt. Wir grüßen euch! Und immer natürlich der Gurkenheinrich, ganz beliebt. Denn seine knackigen Gurken sind besonders bei Frauen sehr beliebt, habe ich gehört. Ich begrüße Peter Gerhardt.
Und nun kommt der Wagen des Wirtschaftskreises Müllheim. Seine Mitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, die Mühlheimer Gewerbebetreibenden zu stärken und zu vernetzen. Die Wirtschaftskraft soll möglichst am Ort bleiben und das klappt nach ihren Aussagen ganz prima. Übrigens sind neue Mitglieder jederzeit willkommen. Bei einem der zwanglosen Stammtische können Sie ja mal vorbeischauen und Kontakte knüpfen oder Sie folgen dem Wagen gleich hier beim Fest hinzu. Oh, hier gibt es Süßigkeiten und Wein vom Wirtschaftskreis. Grüße den Wirtschaftskreis, vielen Dank für den Wein. Reife sitzen. Ja, genau. Ja, kommen Sie auch, kommen Sie her. Ja. Kann da mal jemand den Herrn das ja bitte geben? Ja, welcher Herr war das jetzt gerade? Dieser hier, ich soll Ihnen auch was übergeben. Und als nächstes kommt die Kleingartenanlage Müggelheim 2. Begrüßen Sie mit mir die fleißigen Gärtner der Kleingartenanlage Müggelheim 2. Oh, danke schön. Danke schön. Die auch immer am Umzug dabei sind und fleißig Kräuter, Obst und Gemüse verteilen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Der MG-Club konnte dieses Jahr nicht dabei sein, aber wir haben ja unsere Downtown-Garage und als Schrauberwerkstatt für US-Cars wahrscheinlich schon deutschlandweit bekannt, verdanken wir der Downtown-Garage die toll anzusehenden Autos in Müggelheim. Seit 2 Jahren sind sie der Opener des Anglerfestes am Freitag. Die Downtown-Garage ist in Müggelheim für beste Burger und immer gut besucht. Jetzt im Sommer gibt es die unglaublich leckere Eiscreme. Probieren Sie die doch mal. Wie viele Frauen sitzen denn da hinten drin? Schon praktisch. Begrüßen Sie mit mir das Forstamt Müggelheim, idyllisch umgeben von Seen und Wäldern. Diese Wälder wollen bewirtschaftet werden, deshalb haben wir auch gleich 3 angrenzende Förster. Begrüßen Sie mit einem Applaus das Forstamt. Nun kommt die Freiwillige Feuerwehr Müggelheim, eine Institution für uns in Müggelheim hier. Sie organisieren selbst das bei Müggelheim beliebte Weihnachtsbaumverbrennen und den Tanz in den Mai. In ganz Müggelheim unterstützen Sie, wo Sie nur können, und ganz nebenbei erledigen Sie auch jede Menge Einsätze. Vielen Dank, dass ihr da seid. Applaus! Ja, das war's auf dieser Seite für den Umzug. Können wir ja noch auf die andere Seite wechseln. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen im Namen des Heimatvereins viel Spaß weiterhin auf dem Fest. Sie können ja auf dem Anger jede Menge erleben und auch auf dem Bayernhof. Schwärmen Sie aus und genießen Sie das Angerfest 2018.